Ja, grüß euch, ich bin's, die Niki. Hallo, Servus aus Nordfriesland. Jetzt haben wir zwar die Sonne, aber der Wind ist halt wieder ziemlich scheiße. Das sind mindestens wieder 3 Windstärken, mindestens vielleicht manchmal 4. Der Wind ist halt ziemlich kalt. Ihr seht schon, möglicherweise werden wir hier gleich Broken Walls haben. Ja, also wir sind noch mitten in der Interviewkultur. Weil Interviews halt einfach schick sind und weil man das sehr gut machen kann. Und jetzt gibt es einfach tolle Trends, was halt immer wieder am liebsten interviewt wird. Derzeit sind halt Narzissten. Jetzt habe ich keinen Brief nicht von irgendeinem Narzissten. Habe ich halt nicht. Und ich habe mir gedacht, vielleicht schreibe ich einen. Den hat man dann ja schnell auch vorgelesen. Und ob das jetzt so ist, dann hat man halt was vorgelesen. Gell? Mache ich vielleicht nochmal später. Nein, wir haben heute ein Interview, das ist eine katastrophale Geschichte, das ist nämlich die Nazina. Gell? Und die hat eine ganz, ganz fürchterliche Beziehung gehabt, nämlich mit einem malignen Empathen. Gell? Ist ein Begriff, ne? Maligne Empathie, das wird ja derzeit auch rauf und runter diskutiert, da muss man jetzt gar nicht genaues wissen und das muss man jetzt auch nicht so genau besprechen. Gell? Der maligne Empath, das ist halt nicht nur ein normaler Empath, wie er halt an jeder Straßenecke mal vorkommt, das ist halt wirklich Hardcore-Empathie. Gell? Und das hat die Nazina halt, hat die das halt erlebt, die war da einige Monate mit diesem Hardcore-Empathen, diesen malignen Empathen, und da wollte sie uns halt gerne mal was erzählen. Ah, vielleicht die wo es auch erlebt haben und die dann hätte gerne eine Hilfe brachen, gell? So, jetzt muss ich einmal schauen, dass ich mich zurechtfinde hier. Einen Moment, jetzt reißt der Hund hier gleich die Wand um. So, Nazina. Ich bin die Nazina, ja. Ich trage eine Maske. Und der Grund dafür, den kann ich euch auch sagen. Also ich bin das Opfer eines malignen Empathen geworden. Ja, das ist die schlimmste Sorte von Empathen, gell? Und ich schäme mich, das in der Öffentlichkeit dazu zu geben, weil ich meine, immerhin habe ich auch einen Ruf zu verlieren. Es war halt ganz furchtbar. Ja, Nazina, ich habe jetzt schon gehört, dein Partner war ein maligner Empath, also ein absoluter Hochempath. Wie war das dann jetzt für dich? Ja, das war halt das Schrecklichste, was ich je in meinem ganzen Leben erlebt habe. Es war furchtbar, es war traumatisierend. Ich bin total gebondet. Vorher ging es mir gut und jetzt bin ich bloß noch ein Wrack. Und das hat diese Beziehung zu diesem malignen Empathen aus dir gemacht. Frag. Ja, genau. Ich habe ja lange Zeit gar nicht gewusst, was mir da eigentlich passiert. Ich habe ja keinen Namen dafür gehabt. Und fast hätte ich gedacht, dass ich selbst spinne, weißt, weil, ja. Und ich hatte einfach keinen Namen für all das Graue. Und das hat dann wirklich auch gedauert. Und weil man ja öffentlich auch nicht drüber spricht. Und die Opfer, die bleiben ja still. Die Dunkelzahl, da ist ja wahnsinnig hoch, gerade bei den malignen Empathen, ja. Weil man sich so schämt, findet man halt auch leicht keine Informationen darüber. Man braucht halt einfach Mitbetroffene, gell? Und da bin ich halt auf verschiedene Foren gekommen. Da ging es dann auch so um Eigenanteile und so. Und da sind die halt auch interviewt worden. Und da bin ich halt drauf gekommen, dass es halt die malignen Empathen sind, die uns da so krank machen, gell? Also am Ende hast du es dann doch noch herausgebracht, gell? Ja,
Und wie war das so, als du das konfrontiert hast? Ja, hallo. Er hat natürlich alles abgestritten. Ja, wie üblich, war ja klar. Habe ich auch nicht anders erwartet, gell? Der wollte dann mich zum Therapeuten schicken, ja, wegen dem Verfolgungswahn und wegen Geisteskrankheit und sonst was. Nur weil ich ihn entdeckt hatte, ja. Nur weil ich ihm auf den Kopf zugesagt habe, dass Empathie eine Geisteskrankheit ist und dass er Geisteskranker in der ersten Reihe ist, sozusagen ein maligner Empath, erste Güteklasse, gell? Da wollte er mich zum Therapeuten schicken. Ach, wirklich? Ja, das ist nein. Wie bist du jetzt drauf gekommen, dass der ein maligner Empath und ein Geisteskranker dann wäre? Weil Empathen halt alles immer dämonisieren, was nicht so ist wie sie. Ja? Alles, was nicht ins gleiche Horn tutet wie die. Das sind schon im Vorbeigehen, dann bei denen gelten die immer schon so als, da sagen die zu allen, das sind Narzissten. Ja, alles, was nicht die sind, sind Narzissten. Psychopathen, irre, Geisteskranke, unzurechnungsfähige, müssen alle in Therapie, die sind alle völlig verrückt, ja. Die sind wie eine Sekte, ja. Die sind wie eine Sekte, wirklich, wirklich wahr. Eine Sekte? Also die Empathen sind geisteskrank und eine Sekte. Verstehe. Und woran glauben die? Haben die da Glaubenssatz oder haben die so eine Art Oberempathen da irgendwo? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, klar ist das die Sekte. Die reden alle dasselbe Zeug vor sich her, ja? Alle. Und die haben schon auch einen Chef, das ist zum Beispiel so Jesus oder so, ne? Das ist so der Oberempath, der Chef von die Irren. Und die reden alle das gleiche kranke Zeug vor sich her. Du kannst bloß sagen, kennst du einen, kennst du alle. Ja, du kennst sie alle. Die sind wie eine Sekte von krankhaften, völlig verblendeten Weltverbesserern, ja, die für ein Leben, die halten das Leben für einen Urlaub im Ponyhof, gell? Und Probleme, die man nicht mit Feenstaub lösen kann. Die existieren nicht, ja, wirklich, so sind die da drauf. Alle. Ist das so? Also alle irgendwie völlig weltfremd und total weg vom Fenster, oder wie? Ja, klar. Ja, klar. So wie Sie das sehen, das ist total irre. So ist das Leben einfach nicht. Das ist einfach irre. Verstehe. Und was ist jetzt da dann so irre an deiner Weltsicht? Ja, dass halt immer alles Peace ist und Liebe und dass sich alle verstehen und Probleme lösen den ganzen Tag und friedlich und alle immer nett sein miteinander, ja. Und allein dieses ständige Gerede von Respekt halt dauernd alleine immer schon, ja. Da hat doch der normale Mensch überhaupt keine Zeit zu. Im normalen Leben geht es nur mal drunter und drüber, da ist einmal ein Tempo und einmal ein Druck. Und da sitzt dann halt auch nicht gleich immer jedes Wort, ja. Und perfekt. Und normale Leute wissen das einfach, dass das einfach das normale Leben ist. Aber die wissen es nicht, ja. Da wird jedes einzelne Wörtchen immer sauber auf die Goldwaage gelegt und zerpflückt. Furchtbar. Einfach furchtbar. Ja, und wie ist das dann für die gewesen? Ja, da wird halt aus jeder Mücke gleich ein Elefant gemacht, gell? Alles wird diskutiert, alles wird zerpflückt, alles wird immer auf die Goldwaage gelegt und dann wird man erzogen, was man besser hätte nicht sagen sollen und was man besser hätte sagen müssen. Abartig. Ich bin doch kein kleines Kind nicht und ich kann ja wohl richtig reden, ja? Und das geht mit meinen Freunden ja auch ohne Probleme. Die wissen immer alle ganz genau, was ich meine. Und die legen mir nicht jedes Wort auf die Zunge und die legen mich nicht dauernd aufs Kreuz, ja.
Bei so einem malignen Paten, ja, da mag man nachher schon gar nichts mehr sagen, weil man genau weiß, dass es dann gleich wieder losgeht, wenn man bloß Piep sagt. Ist jetzt ein bisschen schwierig vorzustellen für mich. Nazina, erzähl uns mal, was sind das dann für spezielle Situationen? Naja, er zwingt mich dann halt, das Altglas mitzunehmen. Ich habe es dann aber vergessen. Kein Akt normalerweise. Aber da kommt dann schon wieder das Gequatsche von Teamgeist. Und ich sage dann halt eben irgendwann einfach, ich hätte halt einfach keinen Bock drauf, ja. Und er soll mich in Ruhe lassen. Ja, einfach schon, weil er es mir angeschafft hat. Und ich weiß das dann schon selbst, wann das Glas weg muss. Das muss man mir nicht sagen. Ich bin ja kein kleines Kind. Ja, und dann ist er gleich wieder Polen offen und von wegen Respekt und Teamgeist und Mitmachen und Zeug und wieder Diskussionen. Ja, furchtbar. Furchtbar, einfach furchtbar. Er zwingt dich dazu, das Altglas wegzubringen. Ja, wie schafft er dann das? Ja, auf diese typische hinterfotzige, empathische Scheißart halt. Ja, diese reinste Manipulation, ja, so hinterfotzig reingeschleimt, ja, so dass er sich so denkt, so, ich könnte ja nicht Nein sagen, weil er ja so lieb und nett und vorsichtig und fein reingekommen ist, ja. Ja, bist du so lieb und würdest bitte mal dran denken, das Altglas irgendwann mal mitzunehmen? Mann, ey, so redet doch kein normaler Mensch, das ist doch krank, ey, das ist doch irre. Ja, irre. Und dann schaffst du ihm wahrscheinlich an, dass er sich gehackt legen kann mit seinem Altglas, vermute ich einmal, gell, Nazina? Ja, logisch. Ich meine, geht jetzt echt nicht, oder? Und außerdem will ich ja aus dem beschissenen Gespräch dann irgendwie raus, wenn er wieder diskutiert und warum machst du es nicht und ich hab's gesagt und du machst nicht und Ding und Zeug, ja. Und er will mich letztendlich ja nur dazu zwingen, dass ich mich vor ihm erniedrige und dass ich mich entschuldigen muss, ja, aber ich mache das nicht. Ich lass mich nicht erpressen, ich mache das nicht. Verstehe. Ja. Und wie geht's dann weiter? Ja, wie schon. Das Übliche halt, gell? Diskussionen natürlich, weil er kann ja nichts anderes, ja. Er checkt's nicht, dass ich nicht drüber reden will, ja. Und piekt und piekt und piekt und piekt immer weiter nach, bis ich irgendwann wirklich ausflipp und ihm sag, was ich von seinem Glas und seinem Gepicke da halte, ja. Und dann ist der total beleidigt, ja, kann halt keinerlei Gegenwind ab, kann halt keine Kritik ab, aber wenigstens ist dann endlich Ruhe und der fährt sein Scheißglas dann selbst weg, ja. Und abends werde ich natürlich da mit eisigem Schweigen und Sexentzug bestraft, weil es ist immer alles so irre und so durchsichtig, ja. Und wo es dahin hörst, alle malignen Empathen machen es ein auf dieselbe Art. Immer. Verstehe, ja. Dann erzähl doch mal, was ist denn sonst noch so los in Empathenkreisen? Naja, das Gequatsche halt auch ständig, ja. Ich mag nun mal nicht dauernd reden und quatschen und erzählen. Habe ich halt auch dann nix und weiß an nix. Und es geht denn halt auch einfach nix an, ja. Das ist mein Leben und da muss ich nicht dauernd drüber quatschen und mir da Löcher im Bauch fragen lassen. Es geht eher nix. Oh, fertig. Wieder Diskussion, wie ich sowas sagen kann. Und ja, mit Mund halt die andere Leute eben auch. Ja, und dann die Diskussion um Grobheit und Respekt schon wieder. Ah. Ich meine, es ist doch dann einmal irgendwann klar, dass ich vielleicht auch einfach nichts sagen will. Ja, ich mag nicht. Jeder normale Mensch kriegt es mit, jeder. Dem Importen musst du schon wieder ausschaffen, ja, der kriegt es nicht mit. Ich stelle das dann halt klar, dann ist der schon wieder sauer, weil ich nicht reden will, aber es ist eigentlich völlig klar, weil ich schaue im Fernsehen rein, ich will dann nicht reden, ja. Muss dem halt beibringen dann. Verstehe. Und es nervt dich dann halt, dass er das nicht weiß, was du magst, weil du sagst, das ist normal und er checkt es nicht oder wahrscheinlich aus Bösartigkeit, ja, aus Bösartigkeit nicht, ja. Ja, das macht er absichtlich. Eigentlich weiß es genau, oder? Der weiß das schon genau, was du willst. Das denke ich doch mal, oder? Natürlich weiß der, was ich mag. Ja, selbstverständlich weiß der das.
Das macht er tatsächlich absichtlich, nur um mich wieder hochzubringen, ja, um einen Streit zu haben und Diskussion, um diskutieren halt zu können. Er hat nichts anderes. Verstehe. Und was ist sonst noch so los bei euch? Ja, das Übliche in Empathenkreisen halt, ne? Ich weiß halt, dass er glaubt, dass ich etwas nicht richtig machen werde, gar, oder dass ich, was ich denke, dass ich es nicht kann oder was ich gleich sagen werde, ja, das weiß der dann irgendwie. Und ich sage ihm dann halt, wie ich das finde, was er da gerade denkt. Und dann gibt es jedes Mal einen Streit, ja, weil er dann behauptet, das wäre nicht so, und er streitet es dann ab, der feine Herr, gell? Der feine Herr streitet es ab. Ja, aber ich weiß nur mal, was ich weiß, und ich kann seine Gedanken schon im Gesichtsausdruck lesen. Aber nein, ich rede ja wieder an Scheiß und Diskussion und Gedanken lesen und Respekt mal wieder. Ja, weil er es einfach nicht zugeben will, dass ich recht habe. Ja, und weil er sich halt nicht erwischen lassen will, dass ich das einfach weiß. Ja, und der hat einfach keine Klasse und lügt und betrügt, dass ich die Balken wegen zum Kotzen. Ich weiß es nun einmal genau. Das ist dann natürlich anstrengend, okay? Wenn du genau weißt, was er denkt, und er gibt es einfach nicht zu. Yeah. Ja, genau. Ich erwarte ja eigentlich auch gar nicht viel. Nur etwas halt, und das, was halt normal ist, ja, und das, was andere Partner halt sowieso auch gerne machen und was für andere Partner eben auch erwarten, ja. Aber das macht der Schasraner Boss halt nicht, um mich zu treffen, ja. Ja, und wenn ich ihn dann darauf anspreche, weiß er wieder von nichts, ne? Und tut so, als hätte ich kein Recht, gewisse Dinge als normal vorauszusetzen, ja, und dann auch zu fordern. Also hier dann mal nicht, ne? Solange er am Drücker ist, er ist halt der König, er schafft mir halt an und ich habe halt nichts zum Sagen. Sachen. Und was sind das dann halt für Sachen? Ja, völlig normale Sachen halt einfach. Dass ich nicht reden will, das weiß man eben. Ja, dass ich was essen will, das weiß man eben. Ja, dass er Bier will und mal Ruhe haben mag, das weiß man halt. Ja, dass ich Sex will, das weiß man halt, weil es einfach normal ist, weil das dann alle wollen. Ja, und dass ich gern kommen und gehen will, wie es mir passt, das wollen alle. Ja, und dann nicht dauernd SMS und Ding und Zeug und ich komme 10 Minuten später und Ding und Zeug. Herrschaftszeiten, ich bin noch keine Sklave nicht. Ja, und dass ihr nach der Arbeit keinen Bock habt, noch einkaufen zu fahren oder zu putzen oder. Normale Sachen halt, die gibt's aber nicht in einer Beziehung mit einem malignen Empathen. Da kannst du um jeden Scheiß, jeden Tag immer wieder aufs Neue diskutieren. Herrschaftszeiten. Ja, und da wirst dann du wahrscheinlich stinkig, wenn er nicht so spurt, wie du dir denkst, dass es normal sein soll, vermute ich mal, oder? Ja, ja klar, zu Recht. Ich meine, das steht mir zu, das ist normal in einer Beziehung, nur bei meinem Partner nicht, ja, weil der hat es ja nicht nötig, sich normal zu verhalten, gell? Na, schaut nicht so aus. Und er macht es vor allen Dingen auch nicht freiwillig, gell? Ja, das stimmt. Er macht es nicht freiwillig und nicht nur, dass er es nicht freiwillig macht, er macht es auch einfach nicht gerne. Das ist doch vollkommen krank, sag er mal. Krank, ja, verstehe. Und sonst so? Was feiert ihr sonst so für Geschichten? Der Vollputzwahn, gell? Putzwahn, einmal in der Woche muss da durch die Bäder und Toiletten durch, ja. Alles muss ausgewischt, abgewischt werden und dann einmal im Monat an die weißen Schränke in die Küche, ja. Wo, da ist nichts, das ist doch voll krank, da ist nichts. Nach einem Monat ist am Küchenschrank nichts, ja. Dass man mal die Ablage alle paar Tage einmal, ja. Dass man mal durchfickt, ja, bitte. Aber einmal im Monat da die Schränke abwischen, ja, und alle 2 Monate dann in die Schränke. Nein, das ist doch irre, ist doch vollkommen krank, ja. Der hat keine eigenen Ziele nicht im Leben. Darum sucht er sich etwas und ich muss da mitmachen. Und das finde ich so irre. Und jetzt mal riesen Geschiss. Und es ist einfach nicht dreckig. Nein, natürlich nicht. Doch nicht nach einer Woche oder einem Monat wird doch nicht dreckig. Wenn da Dreck wäre, dann würde ich ihn ja sehen. Und das sage ich ja immer, wenn ich einen Dreck sehe, mache ich einen Dreck weg. Aber da ich keinen Dreck sehe, mache ich einen Dreck gar nicht weg.
So, und da diskutiere ich auch nicht, ja. Und so ein normales Bad muss nicht einmal in der Woche geputzt werden. Ich bin doch keine Potsau. Sag einmal, das ist doch reine Schikane. Das ist doch total krank, ist das doch. Ja, der scheint halt wirklich voll auf die Uhr gelegt zu haben. Ja. Ja, voll. Der hat halt nichts Eigenes, gell? Und da stellt er sich bei mir unter. Und ich soll da dann mitmachen und das alles toll finden, ja? Und dem halt eine eigene Identität dann geben, dadurch, dass ich halt sage, wie toll ich das finde, ja? Und das ist halt auch ein klassisches Merkmal, wird in der Psychiatrie ja sogar beschrieben, die machen andere für ihre Probleme verantwortlich, ne? Gell? Oder Umstände auch für ihre Probleme, ja? Und ich soll das dann nämlich gewesen sein, so von wegen, ist aber dann nicht, ne? Und ich sag das dann auch. Ja, und dann wieder Diskussion und Respekt, und das ist auch so ein Diagnosekriterium, ne? Die sind völlig unbeeindruckt von realen Gegebenheiten. Ja, volles Rohr, es ist nicht dreckig, aber nein, das ignorieren die, ja. Und das ist einfach, da wirst du, also da wirst du wirklich, wirklich krank. Und ich habe das halt in einem Forum dann gefunden, ja, wo die Leute halt mal anständig diskutiert haben, dass halt die Empathen wie trojanische Pferde sind, die sie bei uns normalen Leuten halt dann unterstellen und von unserer Aura und von unserer Charakter da so abschmatzen wollen, weil sie halt nichts Eigenes haben. Und genau das ist das. Und dann wird es halt wirklich irre, weil die halt sind total auf uns bezogen. Die tun bloß auf uns reagieren, ja. Die achten bloß auf eine Reaktion, weil die haben nichts Eigenes. Furchtbar. Gruselig. Und da wär's dann narrisch, gell, wenn das da so ist, dass die sich so unterstellen bei dir wie unter den Schirm. Ja, und was haben die sonst noch so an sich, die malignen Empathen? Gleich fällt die Wand um, ich sehe das schon. Ja, am krankesten finde ich persönlich, das ist dieses ständige Opfertum, ja. Empathen glauben immer, sie sind Opfer von uns, ja, immer. Wir sind ständig immer angegriffen, dass wir irgendwas machen. Ständig haben ihnen was angetan und sie sollen sich dann schlecht deswegen fühlen, ja? Ständig, ja? Und das erpresst uns dann, damit wir dann tun sollen, was die uns wollen, so als Entschuldigung und als Wiedergutmachung und so. Und das tun die ständig, als müssten wir dringend was klären, und die geben keine Ruhe, obwohl es nichts zu klären gibt. Es ist nichts. Es ist doch voll krank. Mein Gott, der kleine Streit. Das ist doch kein Weltuntergang. Da muss man doch nicht jedes Mal so ein Riesenfass drauf ausmachen, ein Riesengespräch draus machen und klären und Beziehungsgespräch. Und mein Gott, soll er mich halt einfach in Ruhe lassen, dann ist ja wieder alles gut. Na, aber der Streit kommt immer eben dann, wenn dieses Nachgepicke wieder anfängt, weil ich ihm sage, was ich von ihm denke und dass er mir an den Arsch fassen kann, ja, und dass man Ruhe will. Ja, verstehe. Klingt stressig, gell? Geht dann wahrscheinlich auch immer wieder sehr viel um Gefühle und Emotionen, oder? Scheiße. Das ständige Gerede von Gefühlen. Ich meine, wir haben das am Anfang ja geklärt, wie es ist, ja, wie es steht. Darum sind wir ja dann auch zusammengekommen, ja. Da muss man doch nicht ständig immer wieder aufrühren und jedes Mal ist die Katastrophe an. Da, wenn er mal wieder Kritik fängt, ja, kann er halt überhaupt nicht mit umgehen, ja. Das ist übrigens auch so ein Diagnosekriterium, ja. Unfähigkeit, mit Kritik umzugehen, ja. Das können die alle nicht. Da kannst hinhören, wo du willst, kennst einen, kennst alle. Du sagst was, zack, schon ist Polen wieder offen und Geschrei. Du magst über Gefühle da nicht reden oder sagst dann halt ein bisschen so, pass mal auf, ne. Boah, gleich hast du wieder ein Fass offen, ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Psychoterror. Da sagst du gleich was. Das ist also für die Psychoterror, in so einer Beziehungskiste mit deinem Empathen gefangen zu sein. Ja, klar. Du kannst nichts machen, nichts sagen, ohne dass es nicht schon wieder das Opfer gibt, ja, ohne dass schon wieder Streit ist, diskutieren und der dann alles schottendicht macht und Respekt und Ding und Zeug, und du kannst nicht sein, wer du bist, weil dann gibt es schon wieder Geschrei, ja, und was er alles will, was du alles machen sollst, und schon hast du wieder einen Stress. Ja,
Warum hast du überhaupt eine Beziehung angefangen, wenn das für dich jetzt so ein Psychoterror und so ein Stress ist? Es wäre ja kein Stress nicht, wenn es nach mir laufen würde, also normal. Ich bin echt nicht der Verkehrteste. Mein Motto ist Leben und Leben lassen, gell? Und ich bin wirklich nicht sehr besonders anspruchsvoll. Also es muss ja auch mal so, ja, das, aber es klappt halt nicht. Genau, du bist nicht anspruchsvoll, Nazina, du bist halt einfach bloß immer das haben, was du haben magst, gell? Ja, sauber. Ja klar, ist doch normal, oder was? Sicher, auf deinem Planeten ist das normal. Das ist wohl wahr. Ja, du, ich muss, liebe Nazina, danke fürs Interview. Jetzt muss sie leider enden, weil mir wird langsam, aber sicher wird es mir wirklich spuckig, wenn ich dir noch länger zuhöre. Ich sag dann einmal Servus, Servus, bye, ciao. Danke, danke. Na, da haben wir es ja. Gehören wir zu den Narzissten, gell? Ja, das hätte mir ein Jahr denken können. Ah, ja, Servus, ciao, ja, bye, bye. Ja, liebe Leute, wem jetzt ein bisschen übel geworden ist, das wird mich fein nicht wundern. Also ich habe in dem Interview jetzt schon das Gefühl, ich hätte mir selbst Gast geleitet. Ich bin schon völlig wirr im Kopf, dass ich mir schon gedacht habe, ja, sind wir dann wirklich so, sind wir wirklich so verkehrt, sind wir wirklich so, na, sind wir nicht. Sind wir nicht, das sage ich jetzt wirklich einmal mit du darfst. Ich will so bleiben, wie ich bin. Ich darf. Leute, Servus, ciao.